So, Freunde, wir machen heute was ganz Besonderes. Ist ja gelogen, es war auch nichts Besonderes. Blödsinn. Wir machen heute gibt es Bar von unseren leckeren Käse. Den leckeren Käse hier. Platz machen. Umzutopfen sozusagen. Es geht darum, der Käse hat ja mehrere Reifungsphasen hinter sich. Also er soll mehrere Reifungsphasen bekommen. Er hat jetzt hier eben die Nassreifungsphase in der Lauge, in der Salzlake hinter sich. Das ist jetzt der dritte Tag. Jetzt müssen wir den Käse, jetzt wird er umgesiedelt sozusagen. Jetzt kommt der Nachreifeprozess, der ist gar nicht so einfach. Das Brot brauchen wir jetzt nicht. Was wir brauchen ist das hier, unseren Drehteller. Dann das Ding hier als Untersetzer. Der Käse darf hier nicht aufliegen, er muss ja irgendwie. Ach, was ist denn das hier? Mein Gott. So. Hier kommt dann der Käse drauf. Das ist eigentlich, ist das ein, so ein Topf-Untersetzer, ja? So, okay. Was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen den Käse von hier nach da tun. Ja? Und dann kommt dann zum Schluss der Deckel drauf und dann kann der Käse nachreifen. So, ich hole das Gute. Also als erstes werde ich mal das hier in die Lauge reintunken. Nur zum Desinfizieren. Diese Salzlake ist ziemlich hochprozentig, die kann man auch mehrmals nehmen. So, und jetzt kommt hier der Käse drauf. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein. Abtropfen lassen, so. Der kommt jetzt hier drauf, so. Von nun an soll der Käse wirklich noch schön fest geblieben, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, von nun an soll der Käse nachreifen, trocken reifen. Ja, riecht gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, und das dauert natürlich ein bisschen. Er ist ein bisschen hier an der Außenkante ein bisschen bröselig geworden. Ich habe ihn nicht so richtig gedrückt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber da kann ich jetzt nicht ändern. Ja, und jeden Tag wird der nochmal benetzt mit dieser Salzlauge, mit der Salzlake. Ja, und irgendwann soll der Käse dann auch mal fertig sein. In 4 bis 6 Wochen. Ja, gut, okay. Ich zoome vielleicht nochmal ran. Hände abwaschen hier, Hände abtrocknen. Es wird herangezoomt. Seht, welch Meisterwerk. Ja, ein schöner Käse. Ich nenne ihn Horst. Wenn ich dem Käse einen Namen gegeben habe, habe ich einen tieferen emotionalen Bezug zu dem Käse. Und ich hoffe, dass er mir dann auch besser schmeckt. In ein paar Wochen. So, das wär's eigentlich. So, Deckel drüber.
So, und da kann er stehen. Käse kann ja unendlich lange reifen, der kann auch ein paar Jahre reifen. Ja. Wichtig ist halt eben, dass der Käse regelmäßig mit der Lauge hier in Berührung kommt. Jetzt hätte ich hier noch einen Deckel. Habe ich noch einen Deckel? Das ist der Fehler. Na, das ist doch gut. Da können das wieder auf den Kühlschrank. Und der Käse hier, der kann bei Zimmertemperatur. Ich heize hier die Küche nicht. Also hier wird es nicht groß warm. Das ist auch genau die richtige Temperatur für den Käse. Kann der Käse nachreifen. Ich muss ihn jetzt nur irgendwo hin tun, wo er niemanden stört. Am besten hier hinten. Ich lasse ihn hier stehen, auch gut. So, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.